Wissen Sie, was bei den meisten Menschen ganz oben auf der Wunschliste steht? Zufriedenheit und Glück. Glück, darum geht es heute Abend. Was macht uns glücklich? Wie oder wo kriegen wir unser Glück? Was ist eigentlich Glück? Christine Marquitong sagt, Glück ist, wenn es genügt. Das ist auch gleichzeitig der Titel ihrer neuen Show. Sie singt über Liebe, sie erzählt von komischen, von wundervollen Momenten und sie singt von der Suche nach dem ewigen Glück. Aber was ist Glück? Ist es möglicherweise das Gefühl, dem wir ein Leben lang hinterherjagen? Können wir Glück erlernen? Können wir einen Kurs besuchen? Wo gibt es so einen Kurs? Was kostet so ein Kurs? Fragen über Fragen. Wir sind hier heute im Wilde Oskar in Charlottenburg und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein in das Programm. Glück ist, wenn es genügt. Das ist aber schön, dass Sie heute da sind. Wow, Sie sind extra zu uns nach Charlottenburg gekommen, trotz Dschungelcamp. Also wirklich unglaublich. Sagen Sie doch mal, Frau Merkel, liebe Frau Kanzlerin, was ist für Sie denn Glück? Was ist Ihre persönliche Auffassung von Glück? Ja, liebe Frau Marquitong, was soll ich da sagen? Da gibt's eigentlich nur eins, um unser Land wieder an die Spitze zu treiben. Hören Sie mal gut zu. Musiker, 1, 2, 3, 4, Trommelwirbel! Mia mache Shabba Shabbanak, Shabba Shabbanak mit Achim Shabba Shabbanak in der Uckermark. Ja, ständig Shabba Shabbanak, auch im Bundestag, wenn ich das sag. Egal wer es mag, ja, Pfeffer, liebe Frau Marquitong, sind Sie mal lieber weiter, Sie können das besser als wir. Wie machen? Schau, schau, nack, schau, schau, nack. Ja, zackig, schau, schau, nack, schau, schau, nack. Auch nackig, schau, schau, nack, schau, schau, nack. Zu später Stunde, so muss es sein. Kommst du darauf, eine Show zu machen zum Thema Glück? Ja, weil das die Essenz des Lebens ist und mich interessiert einfach, ich finde es einfach spannend, wie das zu bewerten ist oder wie man damit umgehen kann, dass ein gewisses Gefühl jemanden glücklich machen kann und einen anderen wiederum unglücklich machen kann. Also das finde ich eigentlich, ich finde es super spannend, der Sache auf den Grund zu gehen, was für jemanden Glück wirklich ist und warum vor allem, also welche Geschichte er damit verbindet. Ja, also zum Beispiel für viele Menschen ist Reisen Glück. Und ich bin zum Beispiel überhaupt keine Reisende. Ich möchte am liebsten, ich bin so ein bisschen Couch-Potato-mäßig unterwegs. Ne? Also ja. Ich bin so ein häuslicher Mensch und dann wiederum verstehen manche das nicht. Also es ist einfach so. Und ich versuche rauszufinden, was Glück für mich ist und vor allem, was Glück für andere Menschen auch ist. Dein Traum war Lissabon, wir fuhren nach Lissabon. Dann lieber nach Vesul, so ging es nach Vesul. Du wolltest alles sehen, drum habe ich dir gezeigt. Ich fand es nicht so schön, hab mich dazu geneigt. Der Himmel war nicht blau, im Grunde eher grau. Wir wollten es nicht verdrehen, es war doch nur eine Schau. Ganz schön flau. Auch später in Paris ging es uns richtig mies. Champagner floss in Strömen, doch der schmeckte fies. Dazu das Entrecote, das roch dann stark nach Kot und dann das tote Schwein, da fiel mir nichts mehr ein, die ganze Prozedur und das aus Liebe nur. So hab ich's nicht gemeint und hab ganz doll geweint. Elend pur, das halt ich nicht aus. Ich bleib lieber allein in unserem Zuhause. Trinke Wein, während du dann am Rhein, in Genf, in Lausanne, in Bochum versumpfst oder am Dann ging ich doch noch mal mit dir auf Tour. Wir fuhren zu deiner Mutter und ihr wohnt in Chur. Doch die war gar nicht da, sie war inzwischen tot. Wir graben in der Saar, ich war in größter Not. Da wollte ich nicht mit, blieb mit der schönen Schreit. Mein Gott, es war ein Hit und hatte seinen Reiz. What the shit. Bei 40 Grad auf Kreta war es dann richtig schrill. Die Stimmung auf dem Berg war so romantisch still.
denn du lagst plötzlich unten mit gebrochenem Bein. Ich fand das mit der Bergziege aber nicht sehr fein. So ein Kompliment habe ich bisher noch nie gehört und habe mich eben dann auf meine Art gewehrt. Le Schwackert, oh, das halte ich nicht aus. Ich lass dich jetzt allein in unserem Zuhause. Da fährst du ein. Eine E-Mail von Gott. SOS, große Not. Er will, dass ich dich hol. Du seist im Vesuv. Du wolltest nach Vesuv, jetzt bist du endlich da. Na schön, dann komm ich auch, doch komm mir nicht zu nah. Als kleine Engel fliegen wir ganz Frankreich, hab ich garantiert dir. Und das sicher nicht zu knapp, das kleine Teil mit Ihnen ist unsere Reiseleitung. Mit Vibrator als Propeller und das mit viel Schwung. Lies diesen Brief genau, deine Frau, deine Frau. Seneca meinte mal, Glück ist dann, wenn man sein Leib und sein gesamtes Leben mit allen Menschen teilen kann. Das klingt ja erstmal ganz passabel, aber nun muss man dazu sagen, dass dieser Spruch entstand, als die Menschen nicht älter als 37 wurden. Das würde ich heute so nicht unterschreiben. Ich würde auch nicht unterschreiben, dass es Glück ist, wenn einer zu mir sagt, ich bin in deinem Herzen. Dann ist er ja nicht mehr da. Ich meine, da habe ich ja nichts mehr von dem. Mit wem soll ich dann streiten oder frühstücken oder ins Kino gehen? Ja, guten Tag, zwei Tickets bitte, aber mein Liebster ist in meiner Herzscheidewand stecken geblieben und guckt durch mir in die Nasenlöcher zu. Und wenn mir die Nase läuft, sorry, dann ist das, weil er gerade pullert? Nee, das ist nicht meine Auffassung von Glück. Dann bleibe ich doch lieber allein. Ja, ist doch super, allein. Wie toll dieses Wort ist, das sagt es doch schon. Allein, dass es alles ist, wenn es eins ist. Nur wenn sich zwei Alleinige treffen, dann kann es funktionieren. Denn dann sind sie sich ja all einig. Und wenn jeder von den beiden Alleinigen auch noch ganz ist, umso besser. Dann klappt es auch mit der Zweisamkeit. Ich schwöre. Stefan und ich, wir haben uns mal überlegt, dass die Essenz des Lebens ist, dass es Glück ist, wenn es genügt. Ja, und da geht es nicht etwa um das Wörtchen Glück oder darum, dass es genügt, sondern um das kleine, bezaubernde Wörtchen Es. Denn das steht für das gesamte Universum. Und das bedeutet, es ist super schön, mit sich selbst eine kleine Liebesbeziehung aufzubauen und das, was da ist, einfach genießen und annehmen. Und einfach mal ein bisschen innehalten und das sehen, was man hat. Du hauchtest, du tauchtest partout nicht zum Glück.
schließlich bekanntlich hat keiner geschossen zu ihr zurück. Zwei Reisende im Traumabteil, bebende Lippen, rissige Haut, das Hotel verwunschen, die Klippen steil und alles auf Sand gebannt. Den Uhrzeigersinn können zwei nicht verbrennen. Unrecht und gut. Wie sollte ich dich vergessen können? Du bleibst mir im Blut. Du bleibst mir im Blut. Zwei Reisende im Traumabteil. Halbschlaf, summendes Gleis. Wir küssten den Herzriss, Sternschnuppen langheil. Dann wurden wir eins. Dann wurden wir eins. Klappe. Also Filmklappe. Hast du irgendwas gegen französische Küche? Nein, ich liebe sie, die französische Küche. Oh, Gérard, und meine französischen Schultern, gefallen sie dir auch? Nein, hör auf, bitte. Ich meine, ich muss jetzt gehen. Und meine französischen Brüste, magst du sie? Ich hab gesagt, ich muss jetzt gehen. Aber wohin denn? Zur Arbeit. Siehst du meinen Hintern? Oh, natürlich sehe ich ihn. Natürlich sehe ich deinen Hintern. Und, wie findest du ihn? Und warum gehst du uns dann mit dem Gerede über deine Arbeit auf die Nüsse? Ha? Du bist eine kleine Nervensäge. Nein, ich kann mit dir nicht zusammen sein. Du bist eine Nutte. Was habe ich denn verbrochen, hä? Und man spricht nicht mit mir wie mit einer Nutte. Lass mich los. Es ist zu spät. Ich bin ein anständiger Mensch. Ich lasse dich. Ich will nicht mehr. Ich will keine Nutte mehr sein. Ich will ein normales Leben führen und ich will einen netten Mann, um den ich mich kümmern kann. Er muss nicht unbedingt schön sein, aber lieb und nett. Sei vernünftig. Versuch nicht, mich zu halten. Ich gehe. Lass mich los. Nein! Bitte bleib! Ich werde alles für dich tun! Alles! Das ist doch kein verrückter, unerfüllbarer Traum, oder? Bitte! Verlass mich nicht! Verlass mich nicht! Verlass! Hast du schon rausgefunden, was Glück für dich ist? Stille. 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 Den Moment zu genießen? Ja. Den Moment zu genießen und innehalten und einfach mal das, was da ist, annehmen und genießen und vor allem respektieren. Weil das, ich denke immer, das hat alles einen Grund und eine Geschichte, die dahinter steht. Ich meine, wenn man sich das anguckt, Glück, das Gegenstück davon wäre Unglück. Allerdings auch, wenn man nicht unglücklich ist, dann könnte man ja auch bedeuten, man ist glücklich. Ja, das ist richtig. Aber man muss dazu sagen, dass manche Menschen mit Glück gar nicht wirklich umgehen können, mit wahrhaftigem Glück. Na, also sobald die glücklich sind, versuchen sie Gründe zu finden, unglücklich zu sein. Und beispielsweise, wenn jemand glücklich ist, dann sagt er doch gerne dann zum Partner, den er vielleicht gerade frisch hat und in den er frisch verliebt ist,
Naja, wer weiß, wie lange es hält. Und schon kehrt der Schatten ein. Und schon kommt auch die Traurigkeit wieder und das Unglücklichsein. Anstatt dass man wirklich das, was da ist, einfach mal annimmt und genießt und versucht, Ruhe in sich selbst zu finden und mit sich selbst Frieden zu schließen. Und ich glaube, dann kann man viel glücklicher auch mit einem anderen Menschen sein, wenn man es schafft, mit sich selbst Frieden zu schließen und mit sich selbst glücklich zu sein. Ich war viel glücklicher, ja, ja, für wahr, als ich ein Pferd, ein stolzer Hengst noch war. Und deine Kutsche zog, schöne Madame, durch ganz Bordeaux, wenn es dich überkam. Doch du wolltest, dass ich mit dir gehe. Obwohl ich Pferd war, wolltest du nur mich. Und bei der Stute sagte ich Ade. Ja, ja, für dich entstutete ich mich. Und seitdem weine ich jede Nacht in deine Kissen seidenweich. Weil ich den alten Stall und meine Stute nur im Traum erreich. Ich war viel glücklicher, ja, ja, für wahr, als ich ein Pferd, ein stolzer Hengst noch war. Und deine Kutsche, ein Peitschenknall. Was mache ich jetzt? Die Kur ist radikal. Du willst, dass endlich ich manieren lerne. Dass ich zum Gehen die Hinterhufe nehme. Doch diese Gangart hat ein Pferd nicht gern. Auf alle Zweien läuft sich nicht bequem. Und seitdem weine ich jede Nacht. Stellst dich im Tango-Schritt daher. Wie gern trab ich jetzt übers Feld. Wie wünscht ich meine Stute her. Ich war viel glücklicher, ja, ja, für wahr, als ich ein Pferd, ein stolzer Hengst noch war. Und deine Kutsche zog, wie's dir gefiel. Doch dann begannst du dieses üble Spiel. Ich lernte rechnen, wurde dein Bankier. Auch musste ich singen, es ist ein Skandal. Ich sang Chansons in einem Varieté von diesem Brell. Denn der war wohl dein Fall. Du machtest mich zum Chansonnier. Ich singe, lass mich nicht allein und würde gern in meinem Stall allein mit meinem Schweigen sein. Dann gingst du fort, was ich niemals begreif, mit einem Zebra ordinär gestreift. So hast du's mir an diesem Tag gedankt, dass ich kein Reitpferd wurde, wie verlangt. Ich war ein stolzer Hengst, bin jetzt ein Gaul, den du betrogen hast, um seinen Stall. Grad meine Zähne hab ich noch im Maul. Wie lieb der einst ich den Galopp durchs Tal, jetzt irr ich wie durch die Welt, nach einer Zeit voll von Verzicht. Mich alten Klepper will kein Mensch, kein Mädchen, selbst die Stuten nicht. Ich war viel glücklicher, ja, ja, für wahr, als ich ein Pferd, ein stolzer Hengst noch war. Und deine Kutsche zog ganz nach Befehl, als ich ein Pferd war und du ein Kamel. Ja. Wie hat Ihnen die Show gefallen? Ja, sehr gut, sehr abwechslungsreich und schöne Stimme hat die Dame. Schöne Stimme? Ja. Was war so das Highlight für Sie? Na, die Mischung der Chansons und der Lieder und verschiedene Darbietungen hat mir gut gefallen. Hier an dem Tisch sehe ich auch noch eine junge Dame, die sehr glücklich scheint. Das heißt, die Show hat gewirkt, oder? Die Show hat gewirkt, auf jeden Fall. Es ist ganz toll und ich komme ja selber aus Frankreich und ja, toll. Also wie sie Anne Fabrel und Edith Piaf so singt, das ist, oder interpretiert, super. Super, ich war auch erstaunt, dass die Deutschen einfach das alles so verstehen und das finde ich einfach die Stimmung auch fantastisch und das kriegt sie auch hin. Also ich bin ganz, ganz begeistert. Ils s'enfuient déjà
oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie, des pluies de pluie où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un bon mer. Ces amants-là qui ont vu deux fois leurs cœurs s'embraser, je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas tu rencontrer. Ne me quitte pas. Wenn ich das jetzt sehe, ich meine, einmal ist es das Thema Schauspielen, vor der Kamera, am Set sein, dann synchron sprechen im Studio und das andere ist ja dann jetzt sozusagen live als Sängerin hier auf der Bühne zu stehen. Was ist da so das Besondere für dich? Och, das ist einfach die Berührung mit dem Publikum, ist wunderschön. Also ich hab gar keine Berührungsängste, ich liebe es mit Menschen. Deswegen, ich bin auch lieber auf der Bühne, als dass ich drehe. Also ich drehe auch ab und zu was und weniger, aber ich spiele am liebsten Theater, wirklich. Ich liebe Theaterspielen und Programme, also alles, was live mit Publikum stattfindet. Das ist meine Leidenschaft, weil ich ein Menschenmensch bin. Du bist ja Sängerin, Schauspielerin und Synchronsprecherin. Du hast ja auch in der Show schon angesprochen, das ist gar nicht so einfach, diese Stimmen auch wieder aus dem Kopf rauszukriegen. Hast du da irgendwie so ein Rezept, wie du das hinkriegst? Ja, also ich kann mit Atemtechnik viel machen, aber mental kann man das steuern. Am Anfang, als ich ganz, ganz jung war und in den Beruf gegangen bin, war das noch schwieriger für mich, diese vielen Rollen ad acta zu legen, auch die Theaterrollen. Aber mittlerweile kann ich das, weil sonst würde ich ja wirklich ein bisschen kirre werden. Das kann ich ganz gut. Ich kann die Rollen, die ich am Tag spiele, probe, synchronisiere und was auch immer ich mache, mittlerweile gut ablegen wie ein Kleid und mich immer wieder auf mich selbst besinnen. Aber ja, Das ist auch eine Übungssache. Gold oder Geld, keinen Wert dieser Welt, nicht mal ein Souvenir, nichts behalte ich von dir, nur das Lied einer Zeit, die so schön war bis heute, und mit null fange ich an, wie es damals begann. Dreimal. Alles musste so sein, was du mir getan. Glaube mir,
la terre est vendisse autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne et se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportez pas la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse en chaîne l'un l'autre, et nous laisse tous des épanouis, enivrés et heureux. Et traînez pas la foule qui se lance et qui danse une folle foire en colle, nos deux mains restent soudées. Et parfois se lever, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent de des épanouis enivrés et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce, rejaillit au fond de moi. Quand soudain je pousse un cri parmi le rire et la foule vient l'arracher entre mes bras. Emportez pas la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, et le son de ma voix se touffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîne pas la foule qui s'élance et qui danse une folle foire en colle. Je suis emporté au loin, et j'ai crispé mes poings, maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Wenn jetzt die Menschen einen Rat bräuchten, was kann mich glücklich machen? Oder irgendeinen Tipp für die Menschen, die auf der Suche sind nach dem Glück. Hast du da noch einen Trick parat, einen Rat, eine Idee? Ja, was ich eigentlich eben schon gesagt habe. Also einfach mal versuchen, mit sich selbst Frieden zu schließen und mit der Situation, wie sie gerade da ist. Und die Dinge, die Widrigkeiten des Lebens als Aufgabe ansehen und versuchen, Ja zu sagen, auch zu allen Hürden. Dann kann man mit jeglichen Situationen des Lebens besser umgehen. Das sagt sich so leicht. Ich kämpfe auch tagtäglich damit, aber das ist, glaube ich, der einzige Weg, dass man die Sachen wirklich anpackt. Also Flucht ist ganz bestimmt kein Weg zum Glück, sondern sich den Dingen stellen und versuchen, im Englischen sagt man so schön, to face it. Einfach an alles ranzugehen und die Dinge beim Speck zu packen. Dann kann man glücklich werden, finde ich. Also so bin ich jedenfalls, eigentlich kann ich sagen, ein glücklicher Mensch geworden. Mit Höhen und Tiefen, aber indem ich einfach gelernt habe, mich selbst anzunehmen. Once upon a summer time, if you recall, we stopped beside a little flower store. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summer time, just like today, we laughed the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on the tree. I was as proud as any girl could be. But as the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone. The pigeons feeding in the square have flown. But I remember when the vespers chimed, you loved me once upon a summer tide.
Stefan!